Hi, ihr Lieben, ja. Ihr seht schon, ich habe es schon wieder getan. Ich habe nochmal Klötzchen bestellt beim Klötzchenmann. Diesmal kam auch das mit im Paket mit. Also, ich glaube, der Klötzchenmann ist jetzt selber schon sehr kreativ geworden. Finde ich sehr witzig. Passt perfekt zu seiner Aufmachung hier, der Klötzchenmann. Und zwar habe ich nochmal helles Holz bestellt. Das Dunkle gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut. Ich kann euch das Projekt gleich mal zeigen. Also, das war ja Nussbaum von der letzten Bestellung. Aber ich mag auch helles Holz. Und zwar habe ich mir hier Eiche, ja, Eiche im englischen Verband bestellt. Das heißt, es ist wieder auf so ein Netz geklebt gewesen, aber es ist einfach sehr schönes Holz. Wirklich mit so coolen Maserungen auch. Also ich stehe ja so auf dieses Rustikale. Es darf nicht ganz so glatt sein und so geleckt. Bei mir ist es eher rustikal, schick. Und ich habe natürlich auch schon wieder geklebt. So sieht das Ganze dann wieder aus, wenn es zu einem Serviettenhalter zusammengemöbelt wurde. Und was ihr hier seht, war eine Spendenaktion. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Er sagte, der Klötzchenmann sagte, wenn weg, dann weg. Er hatte irgendwie nur 30 Pakete von. Jedenfalls der Erlös aus dem Verkauf dieser Klötzchen. Das war wirklich unter Spendenaktion auch im Shop so deklariert. Der Erlös, und er packt auch noch ein bisschen Geld drauf, aber der ganze Erlös geht an bedürftige Kinder, an ein Projekt für bedürftige Kinder. Und da habe ich mitgemacht. Ich meine, ich kriege Klötzchen und die Kinder kriegen Geld. Also was kann daran so verkehrt sein? Ich habe nur noch kein Projekt im Kopf, weil diese Klötzchen jetzt andere Maße haben. Die sind länglich und schmal. Mal gucken. Also sind schon sehr, sehr, sehr lang. Lasst mich einmal messen. 31 cm haben die. Vielleicht wird es ein Rahmen, aber der Rahmen könnte mir dann vielleicht zu groß sein als Home Deko. Ich muss mal sehen. Aber kommt Zeit, kommt Rat, kommt Idee, ne? Jedenfalls möchte ich heute aus diesen Hölzern ein Projekt basteln, eine Home Deko. Und es kommt auch wieder die Cricut zum Einsatz. Und ich erkläre ein bisschen, wie ich nochmal neue Schriftarten auf meine Cricut geladen habe. Aber jetzt fange ich erstmal an, die Klötzchen hier vom Netz zu polen. So geht's los. Also ihr müsst euch diese App Fontier runterladen. Dann geht ihr da drauf. Dann sollte die Frontseite schon mal so aussehen. Font Collections. Dann wollt ihr was Neues anlegen. Dafür geht ihr rechts oben auf das Plus. Dann gebt ihr eurer neuen Collection einen Namen. Meine heißt jetzt iPhone 2. Ganze auf OK bestätigen. Dann kommt diese neue Seite. iPhone 2 soll jetzt nämlich die Fonts zugeordnet bekommen. Dafür müsst ihr wieder rechts oben auf das Plus gehen. Dann sucht ihr aus den Google Fonts, habt ihr da vorher gesehen, die Fonts raus, die euch zusagen. Da kann man unendlich weit runterklicken, also das ist eine ganze Auswahl. Wenn ihr fertig seid mit eurer Auswahl, wie jetzt zum Beispiel mit der Arcaya Kanadaka, dann geht ihr auf unten Add to Collection. Bestätigt das wieder mit OK. Dann oben links auf den Pfeil zurück. Das heißt, ihr habt jetzt die Fonts in euer iPhone 2 Collection alle reingesammelt. Geht jetzt unten auf Install Fonts. Dann schickt ihr euch auf eine Website, die möchte dieses Konfigurationsprofil laden. Das bestätigt ihr mit Zulassen. Wenn ihr das gemacht habt, dann sagt er euch, dass das Profil geladen ist und möchte, dass ihr zurück in eure Einstellung geht. Also schließen, zurück in die Einstellung rein. Hier müsst ihr dann auf Allgemein gehen. Da unten kommt es. Dann bei Allgemein in Profile. Huch, jetzt habe ich die Ansicht wieder gedreht. So, Profile, da haben wir es.
Huch, da kommt noch eine WhatsApp dazwischen. So, da ist das Profil Fontier iPhone 2, so wie wir es genannt haben. Das klickt ihr an und dann oben rechts installieren. Dann will er einen Code haben, also euren iPhone-Code oder so. Und dann könnt ihr das Ganze installieren. Und das war's. Fertig. Zurück. Und dann würde ich mal im Cricut Design Space gleich gucken, ob das Ganze funktioniert hat. Also Cricut Design Space aufmachen, Schriftarten unten anklicken bei Text, dann zu System wechseln und dann gucken wir mal. Warte, ich glaube, jetzt hat es gerade geladen. Seht ihr, jetzt sind da die Schriften dazu gekommen. Akaya Kanadaka, da ist es wieder. Hat geklappt. Und wenn wir jetzt schon im Cricut Design Space sind, dann zeige ich euch auch, wie ich mein Design entworfen habe. Also ihr geht auf ein neues Projekt, dann unten auf Text. Dann suche ich mir jetzt eine Schriftart aus. Welche nehmen wir denn? War wohl noch nicht die richtige. So, habe ich mich jetzt langsam mal entschieden. Suche. So, irgendwas habe ich jetzt angeklickt und eine Schriftart. So, jetzt kommen die Zahlen. 1976. Das ist nicht mein Geburtsjahr, möchte ich dazu sagen. Dann kommt die nächste Zahl dazu. Ach nee, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe erstmal verschiedene Schriftarten ausprobiert und die nebeneinander gesetzt, um zu gucken, was mir am besten gefällt. Genau, mal ein bisschen mehr kursiv, mal ein bisschen dicker. Jetzt kommt noch eine dritte Schriftart. Und ich glaube, die ist es dann auch geworden. So, alle nebeneinander, groß, dass ich ein bisschen besser gucken kann. Und jetzt wurde sich entschieden, zack, gelöscht und nochmal gelöscht. Und die Schriftart da oben ist es dann auch geworden. Welche nehme ich denn da immer? Sieht man gar nicht so schnell, ne? So. Das nächste Geburtsjahr. Und ich weiß nicht warum, aber das ist auch nicht mein Geburtsjahr. Da habe ich mich um eine Zahl verhauen. Wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht. Vielleicht Wunschdenken, ein Jahr jünger gemacht. So, das Geburtsjahr von Charlie. Alles ein bisschen ausrichten, dass ich schon mal gucken kann, wie das so zusammenwirkt. Diese gelben Linien, die da auftauchen, das sind Hilfslinien direkt von dem Cricut Design Space. So, jetzt war das ganz schön schnell, ne? Unten Formen angeklickt, das ist ja noch grün erleuchtet. Bei den Formen tauchen dann jetzt sowas wie 5x, 6x, 8x und so auf und auch Stern und Herz. Herz angeklickt und dann könnt ihr das Herz da oben einfügen. Ganz einfach, alles schon vorhanden im Design Space. So, jetzt möchte ich, dass das Ganze natürlich alles schön ausgerichtet ist. Erstmal versuche ich es wieder per Hand, bis mir einfällt, nee, alles markieren. Dann auf Bearbeiten klicken, rüberrutschen und auf, ja, ich habe es erst mit Verteilen versucht, pass auf, ist falsch gewesen. Zack, alles auf einen Klumpen gehauen. Nein, also Rückwärtsgang. Dafür einmal unten wieder in eine Leiste rutschen und rückgängig machen. Also alles von vorne markieren, ausrichten und dann auf Zentrum ausrichten klicken. Jetzt sind zumindest schon mal die Zahlen alle richtig sortiert. Oh, was habe ich da wieder gemacht? Wieder einen falschen Knopf. Nicht so schlimm, rückgängig. Also wie ihr seht, ich übe auch noch. Ich möchte aber, dass die Herzen irgendwie noch ein bisschen besser in der Mitte verteilt sind. Ihr seht ja, so richtig optimal sitzt das noch nicht. Ich finde nicht den richtigen Knopf. Also mache ich das Ganze jetzt wieder manuell per Hand. Klicke mir das Herz an und rutsche anhand der gelben Hilfslinien ein bisschen mit den Herzen hin und her. So lange, bis ich zufrieden bin. So, jetzt fällt mir auf, dass die Zahl in der Mitte nicht die richtige Zahl ist. Ich korrigiere. So, worauf warten wir? Was mache ich als nächstes? Das ganze Geschoss
muss er jetzt irgendwie oben in die Ecke, damit das nachher auch auf die Matte passt. Also alles markieren. Und dann, ich versuche es in der Größe zu verändern. Und zwar möchte ich die Höhe 10 cm beibehalten. Ich habe das nämlich vorher ausgemessen auf meinem Holz. Die 10 cm passen dann sehr schön darauf. Das war wahrscheinlich auch die Wartezeit, weil ich eben nochmal das Holz messen musste. Und nun versuche ich das Ganze schon zu plotten. So, jetzt stelle ich fest, wenn ich auf Herstellen gehe, dass er mir nur zwei Herzen anzeigt. Also, was ist verkehrt? Denke. Jetzt sucht er gerade die Cricut. Das dauert auch noch mal ein Sekündchen, bis ich feststelle, dass das Gerät gar nicht am Strom ist. Also Fehler finden. Meistens ist der Fehler, dass das Kabel gar nicht in eine Steckdose steckt. Also die Cricut war nicht an, deswegen konnte er sie auch nicht finden. So, den Fehler habe ich gefunden. Die Cricut Joy angewählt. Jetzt haben die beiden eine Verbindung hergestellt. So. Dann bin ich immer noch stutzig, dass da nur zwei Herzen zu sehen sind. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich muss doch auch irgendwo die Zahlen sehen. Also gehe ich auf Abbrechen, zurück in meine Arbeitsmatte. Und dann komme ich auf die Idee, mir die Ebenen anzugucken, was genau er da schneiden will. Da zeigt er mir aber die Herzchen und die Zahlen an. Aber irgendwie immer noch nicht das ganze Projekt. Also denke. Nochmal gucken, herstellen, immer auch nichts geändert. Jetzt gucke ich nochmal in die Einstellung. Wenn man oben auf die grüne Schrift geht, dann kann man hier zum Beispiel die Schrift auch spiegeln. Das sind diese Einstellungen, aber da ist alles normal. Spiegel ist raus, weil ich möchte ja gar nicht spiegeln. Wir schneiden ja Vinyl und nicht Flexfolie, also zurück in den Arbeitsbereich. Und dann kam mir jetzt hoffentlich die Erleuchtung, genau. Das Ganze ist nämlich noch getrennt. Jetzt unten habt ihr gesehen, verbinden geklickt. Also ich habe aus den ganzen Einzelteilen eine Datei gemacht oder einen Plot. Jetzt auf Herstellen und da ist es endlich so, wie ich es möchte. Zahlen und Herzen in einer Reihe. Sehr schön. Jetzt lädt er wieder, verbindet sich. Ich muss das Material auswählen. Ich habe mich für Vinyl entschieden, Removable. Und jetzt kann ich auch das Material laden und dann plottet er fertig. So, hier ist das geschnittene Ergebnis. Das trenne ich mir jetzt ganz sauber mit meinem Hebelschneider ab. Damit er beim nächsten Mal auch wieder sauber einziehen kann. Von diesem Smart Vinyl. Der Teil hier muss nicht weggeschnitten oder geschmissen werden, weil ich das auch nochmal über die Schneidematte nutzen kann. Das ist ja nochmal schön viel Folie. So, und jetzt geht es wieder los mit Entgittern und auf Transferfolie übertragen. Und dann kommt das hier auf mein Home-Deko-Projekt. Ihr habt ja gesehen, wie ich zusammengeklebt habe. Und zwar habe ich mir hier unten wieder einen Ständer montiert, zusammengebackt. Hinten zwei Teile, vorne eins. Und damit ich hier ein bisschen mehr Luft habe, habe ich den auf das Hölzchen geklebt und das Hölzchen vor die Rückwand geklebt. So passt jetzt diese Holzplatte hier sehr schön rein. Und auf diese Holzplatte kommt dann gleich mein Plot. So, gib wieder Musik. Bis gleich. Thank you.
So, Stunden später habe ich es dann auch endlich geschafft, das Ganze zu entgittern, beziehungsweise nee, entgittern ging einfach, aber dieses Übertragen ist ja immer eine Katastrophe. So, und jetzt soll das hier noch irgendwie gerade drauf und so, dass es hier auch noch rausguckt. Und dafür nutze ich einfach die Linien, die das Holz schon vorgeben. Und ich glaube aber, also hier hätte ich es gerne von der Höhe her. Soll das da oben starten? Ja, also die 9 auf dem ersten Strich. Dann machen wir es hier einmal gerade. Dann lege ich mir hier noch ein Lineal an. Gucken, ob es gereicht hat. Die Folie geht super runter. Tada! Sehr schön. So, jetzt kommt das Ganze hier rein. Ich überlege, ob ich hier noch einen Familienschriftzug drauf plotte. Oder ob ich es so clean lasse. Ich könnte auch noch Family drunter schreiben, ne? Ja, ich glaube, da passt noch was drauf. Also nochmal in den Cricut Design Space ein neues Projekt anklicken, unten auf Text gehen, eine Schriftart aussuchen. Was nehmen wir heute? Irgendwie was Verschnörkeltes. Dann seht ihr aber, dass er diese ganzen Buchstaben einzeln draufhaut. Ich möchte aber, dass das schön zusammengeschrieben wird. Also müssen wir dieses Family, diesen Schriftzug einmal trennen. Dafür geht ihr unten auf Aktivitäten, Zerlegen anklicken und jetzt ist jeder Buchstabe einzeln. Also die Buchstaben kann ich jetzt jeweils dahin schieben, wo ich möchte. So, jetzt schiebe ich mir die so, wie ich lustig bin, wie ich schön finde. Da ich das alles am Handy mache, muss ich mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner ziehen. Entweder ich will alles sehen, dann muss ich es natürlich verkleinern. Aber wenn ich jetzt die Einzelteile sehen möchte, gehe ich wieder ein bisschen mehr in den Zoom. Das mache ich auch mit der Zwei-Finger-Technik. Also zwei Finger auf dem Screen, auf den Desktop da und dann auseinanderziehen, wie das so bei iPhone üblich ist. Jetzt muss ich mir alle Buchstaben zusammen markieren, gehe unten auf Aktivitäten und auf Verbinden. Dann gehe ich auf Drehen, denn ich möchte das Ganze horizontal plotten, damit ich nicht so viel Verlust habe. Dafür unten auf Drehen 90 Grad eingeben und dann schiebe ich es mir oben in die Seite. Und dann kann ich auch schon auf Herstellen klicken und so wie gewohnt ausplotten. So sieht das fertig geschnittene Ergebnis aus. Das hole ich jetzt von dieser Schneidematte runter. Schneide es mir wieder ein bisschen zurecht und dann wird es entgittert und übertragen. So, und jetzt denke ich, ist es auch vollständig. Meine kleine Home-Deko, mein Familien-Home-Deko-Teil. Ich muss sagen, das Projekt, was in meinem Kopf war, ist so jetzt in echt noch viel, viel schöner geworden. Also es ist halt mein Geschmack. Ich weiß nicht, ob es den anderen gefällt. Das ist mir auch ziemlich Wumpe. Aber es ist genau mein Ding. Holz, weiß, rustikal. Passt einfach perfekt in unser Zuhause. Und ich bin richtig glücklich, dass das so persönlich individuell entstanden ist. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit der Cricut Joy. Ich zeige euch jetzt noch ein kleines Projekt, was jetzt schon vor 2-3 Tagen entstanden ist. Und zwar habe ich hier eine Bilderleiste zusammengeklebt und einen Bilderrahmen von DM mitgenommen gehabt. Den habe ich da gesehen. Die sind in der Größe verpackt, 15 x 15 cm, gibt es in Silber, Gold und Roségold.
Und ich glaube, ich habe jetzt schon eine Geschenkidee für die Omas und Opas und so zu Weihnachten gefunden. Mal gucken. Auf alle Fälle lässt sich dann auch schön was draus machen. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Mal gucken, was noch so entsteht. Und ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.